Da ganz schnell. Man sieht es, wie hoch dann gleich die Intensität ist. Also da werde ich nicht erst einmal normal auf Halbgas anfangen, sondern da darf es auch gleich mal scheppern. Also normalerweise keine Schonphase. Gleich neu, gleich Gas, gleich gescheit. Das ist wichtig. Und da legen die Trainer natürlich auch brutal viel Wert drauf, dass das gleich von Anfang an konzentriert vor allem gemacht wird. Keine Fehler gemacht werden. Kein Gaudi mehr drin ist, dafür war der Vorzeit. Aber jetzt dann, wenn es ins Training mit dem Ball geht, dann darf es schon gern einmal sauber sein. Ein, zwei Kontakte, der Platz gibt es her. An die Läufe vorher, das ist nicht ohne. Das heißt, das ist schon anstrengend da am Anfang. Aber er ist natürlich auch brutal beieinander. Also von der Fitness her darf er die Arme so schnell keiner was vormachen und von dem her sollte das auch kein Problem sein, das noch durchzuziehen da für ihn. Ist ja nicht, das wissen wir. Nico schreit schon, Passschärfe, also darf gleich ein bisschen feiern. Nein. Thomas wird natürlich auch mal gerne auf der Wiesn vorbeischauen, beziehungsweise ich glaube, er war schon mit seiner Frau. Am Wochenende hat meine Geburtstag gehabt. Da waren sie auch kurz draußen, also die Burschen mögen das schon auch ganz gern, so ist es nicht. Natürlich geht es nicht allweil, wenn man trainieren muss, wenn man spielen muss, kann man nicht auf die Wiesn gehen. Aber sie werden auch noch sicher alle miteinander ihren Termin finden, so wie jedes Jahr. Der ist noch nicht ganz fix. Geht es auch ein bisschen darum, wann die Spiele sind, wie die Spiele verlaufen. Dann werden wir den Termin irgendwann fix machen, aber das darf halt auf jeden Fall bald kommen. Weg, komm! Ja, beide, sehr gut. Letzter. Weg! Ja. So, bei unserem Fernsehsender FC Bayern TV Live sind wir schon langsam schon wieder fertig mit dem Live-Training. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Auf Social Media könnt ihr noch dabei bleiben, YouTube, Facebook. Wir bleiben noch ein bisschen drauf. Wir schauen uns noch an, was da passiert. Also es geht noch ein bisschen weiter. Aber euch schon mal an der Stelle merci fürs Zuschauen. Weiter geht's. Also wir sehen auch bei
der Passübung da am Anfang, so Y haben sie aufgebaut. Gibt es dann auch noch einen Torschuss auf kleine Tore, die da aufgebaut sind. Also auch da ist all wieder der Zug zum Tor dabei. Ganz, ganz wichtig natürlich für jeden Fußballer, dass er immer weiß, wo das Kastl steht. Und auch oft nur drauf zuhalten. Also das weiß jeder, das ist wichtig. Deswegen machen sie das da auch. In jede Übung irgendwo, wo es geht, das Tor mit zum Integrieren, dass man es halt alle dabei hat, dass man alle nur einen Abschluss hat. Ganz, ganz wichtige Sache, bis im Profibereich rein. Der Javi, ich habe es vorher schon erzählt, war mit dem Lukas Hernandez draußen auf der Wiesn. Die dürfen einen schönen Tag gehabt haben. Ab und zu wird der Pfosten drauf. Haben wir es gerade gesehen unten vom Coutinho. Am Wochenende mit seinem Freistoß, den er super geschlagen hat. Ganze 7 Mal hat er einen Torschuss vorgelegt am Wochenende, Coutinho. Über 80 Mal einen Ball gehabt, beziehungsweise irgendwas mit dem Ball angefangen. Also das ist schon Wahnsinn, und das zirkt jetzt auch durch über die letzten paar Spiele. Das macht er sehr, sehr souverän, wird dann natürlich auch entsprechend von den Fans beglückwünscht und gefeiert. Also das gefällt alle super gut auch im Verein, was der da so macht und was er so treibt mit dem Ball. Und man sieht jetzt mal, dass das schon nochmal eine ganz andere Geschichte ist und der da schon nochmal die Möglichkeit hat, eine super Kreativität auf den Platz zu bringen. Da sehen wir jetzt auch gleich bestimmt in Aktion. Hintergrund der 12 Leuten. Also Kirche in der Nähe von der Säbener Straße. Also das hören die Jungs auch, wenn es Mittag schlagt. Fünfmal selber aufs Tor geschossen, um die Statistik-Geschichte abzuschließen. Also da freuen wir uns auch noch weiterhin, was da kommt von ihm. Der wird uns nur viel Spaß machen. So, die Übung läuft schon ein bisschen. Also eine verhältnismäßig lange Torschussübung bzw. lange Passübung. Wir hören es ein bisschen über die Außenmikrofone, da wird allweil noch justiert von den Coaches. Also so wie der Hansi Flick, also der Robert Kovac, Nico Kovac, die sagen da zu den meisten Spielern nur ein, zwei Takte. Also schauen Sie das ganz genau an, was die Jungs da machen, und dann kommt auch noch das oder andere Signal oder andere Verbesserungsvorschlag. Und das wird natürlich auch aufgenommen. Und ganz, ganz wertvoll, ganz, ganz interessant, wie genau die da hinschauen und was denen auffällt. Das sieht man ja manchmal dann auch nicht, wenn man zu sehr im Tunnel ist, zu sehr im Alltagsgeschäft. Dann hat man gar nicht mehr einen Blick für sowas, aber das zeichnet natürlich einen guten Trainer dann nur aus, eben auch die letzten 5-6%, wenn sie überhaupt so viel waren, rauszuholen aus jedem Einzelnen. Und das funktioniert da beim FC Bayern München sehr gut.
Der Niko Kovac überlässt das meistens seine Co-Trainer, aber das ist auch ganz normal. Also er ist derjenige, der die Richtung vorgibt. Für die Details in der Ausführung hat er natürlich dann auch seine Leute, sein Team dabei, die Ermler-Helfer. So dass er das große Ganze ein bisschen beobachten kann und sich seine Gedanken machen kann. Weiterhin. Ein paar Tore haben wir schon gesehen. Geht es jetzt noch nicht um Wettbewerb, also das ist jetzt eher nur mal um ein Ziel zu haben. Um sich nochmal ein bisschen gewohnen. Natürlich kann man einen Wettkampf draus machen, das mögen die Burschen meistens ganz gern. Also alles, was ein bisschen mit Wettbewerb-Challenge zum tun hat, das taugt ja noch. Deswegen mit Michael Cousin aus.